Mofa fahren. Ich stelle mir jetzt gerade die schweren Heavy-Metal-Jungs beim Wacken Open-Air-Festival auf Mopeds im Wald vor. Okay, weg mit den Bildern, hin zu diesem völlig verrückten Musikereignis, das wieder Anfang August hoch im Norden in einer eigentlich ja sehr beschaulichen Gemeinde steigt. Und da wird es für 4 Tage richtig laut. Und ein Arnsberger, ja, ein Arnsberger mischt ordentlich mit. Sebastian Levermann zum 2. Mal dabei. Und das ist seine Band. Futuristische Kostüme, ein bisschen Pop und Disco, ein paar Techno-Elemente. Das ist die Band Angus Mac 6, das neueste Musikprojekt von Sebastian Levermann. Der 41-Jährige spielt Gitarre und ist ein alter Hase im Musikgeschäft, das so ganz anders ist, als sich viele das vorstellen würden. Also Metal-Band-Chef klingt ja immer so, als wäre es irgendwie nur so ein reines Hobby, aber es ist ja generell eigentlich schon eher auch ein Business, was man da betreibt. Also wenn man das einfach so spaßmäßig macht und sagt, ja, pff, ich sauf mir jetzt jeden Abend ein und stehe dann nachmittags um 6 abends um 6 auf. Nachmittags um 6, ja. So funktioniert das natürlich nicht. Also man muss es schon wie eine Firma sehen und auch wie eine Firma betreiben. Das tue ich auch schon seit vielen Jahren. Also Andi, das Erste, was ich dir mal zeigen muss hier, ist an dem Controller der Producer-Button. Der Producer-Button ist nämlich ganz wichtig für jeden Producer. Der macht nämlich nichts außer Leuchten. Sebastian mischt alle Songs seiner Bands und bekommt dabei bald Unterstützung von Andy Brüser. Der 18-Jährige beginnt seine Lehre als Mediengestalter und schnuppert schon mal vorher rein ins Metallmusikgeschäft. Er hat mir gezeigt, was er so macht, auf Tour gewesen, Backstage gemacht, Technik. Und das hat mir dann gefallen und da habe ich gesagt, gut, Metal ist jetzt nicht so unbedingt mein Lieblingsgenre, aber trotzdem ist es halt eben Musik, die ich auch gerne in der Freizeit höre. Und dementsprechend, wenn ich da eine Ausbildung machen kann, ist das natürlich optimal. Mit seiner ersten Band Orden Ogern schaffte es der Arnsberger schon im letzten Jahr ins Mekka der Branche. Beim Wacken Open Air jubelten 80.000 Fans. Das Bandalbum schoss auf Platz 3 der Charts. Ein Platz im Metall-Olymp scheint sicher. Mehr als Wacken geht nicht. Nein, das ist wirklich so. Also wenn man in Wacken mal auf der Hauptbühne gestanden hat, da vor 80.000 oder 100.000 Leute und wie viele auch immer da hinkommen. Also es gibt viele andere sehr schöne Festivals auf der Welt, wo wir auch schon waren. Das Hellfest in Frankreich ist super zum Beispiel, was auch sehr groß ist. Aber Wacken Hauptbühne ist schon mal noch mal was anderes. Trotz des Erfolges ist der Sauerländer seiner Heimat treu geblieben und entspannt in seiner knappen Freizeit gern am Möhnesee. Längst nicht immer unerkannt. An Bord der MS Möhnesee geht es dann doch gleich wieder ums Geschäft, denn dort spielt Sebastians Band gerne, so wie hier letztes Jahr. Wir dienen ja Publikum von jung bis alt hier. Ja, und da muss man einfach auch vielseitig sein. Und er macht schon gute Musik. Das muss man wirklich sagen. Ne? Also er darf wiederkommen. Er ist definitiv. Ja. Im Video seiner neuen Band ist Sebastian übrigens nur am Ende zu sehen, in seinem martialischen Bühnenoutfit. Dessen Wahl erweist sich inzwischen als kleines Eigentor. Wir praktizieren das schon aktuell so auf der Bühne. Ja? Ich habe auch diese Gummimaske auf als ultimativer Bösewicht und habe mich bei den ersten Festival-Shows bei 35 Grad im Schatten schon gefragt, was ich mir da eingebrockt habe. Ob es der großen Masse der Fans gefällt, wird sich spätestens Anfang August zeigen. Dann ist wieder Wacken Open Air Zeit.